Dann leg Volker. Los. Vielen Dank. Dankeschön, Volker. Ja, von mir auch herzliches Willkommen. Der Volker hat mich schon vorgestellt. Elmar Heidenthal ist mein Name. Ich bin Koch und habe vor ja, schon relativ langer Zeit in meinem doch recht langen Leben die Küche irgendwann verlassen. Bin jetzt im dritten Jahr, gehe jetzt ins dritte Jahr bei der Firma Nordkap als Spezialist für die Regeneration bin ich unterwegs und da würde ich Ihnen gerne heute ein bisschen was zu diesem ganzen Thema Regeneration in der Gemeinschaftsverpflegung, aber auch in der Gastronomie, was ist da nötig, was ist da wichtig, welche Tools sind da für Sie interessant, die Sie im planenden Bereich unterwegs sind. Da haben wir gleich auch ein paar Beispiele zum Ende meiner Ausführungen. Ja, zu Beginn würde ich einmal hier so ein bisschen die Produktrange abgehen, die wir hier in Erkrath in unserer Nordkap School auch tatsächlich am Ort haben. Über weitere Produkte komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Sehr breite Bandbreite. Also hier haben wir zum einen den ganz einfachen RRS 040C. Ein ganz einfacher Heißluftregenerationsofen ohne Feuchtigkeit, ohne alles. 4x2 Drittel Einschub, Entschuldigung. Hier habe ich einen Timer dran, hier habe ich eine Temperaturregelung dran und sonst nichts. Wird immer noch eingesetzt in den Schulen und Kindergärten, um fertiges Tiefkühlessen zu regenerieren. Aber eigentlich von der Qualität her sehr einfach, sehr schlicht. Für die hochwertige Speisenregeneration von High Convenience, wo der Carsten ja auch eben sehr ausführlich darüber gesprochen hat, nicht so gut geeignet. Darum gehen wir hier weiter zum GRE 061D. Hier haben wir jetzt eine Feuchtigkeitssteuerung mit dran. Hier haben wir auch eine, das ist hier ein Quereinschub jetzt, den gibt es auch als Längseinschub. Wie gesagt, zu den Produktvarianten erzähle ich gleich noch einiges mehr. Hier haben wir jetzt eine Feuchtigkeitssteuerung mit dabei. Hier habe ich eine Programmierung möglich. Das Ganze geht über das Display. Auch das Display werde ich gleich noch ausführlich während meines Vortrags erläutern. Dann haben wir hier unten am GRE 061D haben wir den CSD 011D. Das sind Warmhalteschubladen. Auch die für die Gastronomie sicherlich nicht ungeeignet. Das heißt, ich kann hier mein Essen regenerieren, hier warm halten und dann später vorne an die Ausgabe geben. Und in der Gastronomie werden sie ganz häufig gebraucht, um Fleisch zu reifen. Also Sie kennen das Ganze sicherlich mit Türen, das haben wir auch hier, sind Schubladen. Aber das haben wir auch mit Türen, um dann Bleche da reinzuschieben, um mein Fleisch Niedertemperatur zu garen, Steaks, sowas in der Richtung. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Da kommen wir zum RRD 061D. Das D hinten steht immer für die Steuerung. Das ist in dem Fall auch die D-Steuerung, genau wie sie hier auch die D-Steuerung war. Der RRD zeichnet sich dadurch aus, dass er an sich, hier oben im oberen Bereich zumindest, dem GRE 1:1 entspricht, also ein Regenerationsofen ist. Aber ich habe hier noch zusätzlich die Möglichkeit, aktiv meine Produkte zu kühlen. Hier unten sehen Sie, ja, so ein bisschen mit so Schneeflocken symbolisiert. Dahinter ist das Kühlaggregat. In dem Kühlaggregat, mit dem Kühlaggregat kann ich meine Produkte aktiv kühlen. Das heißt, produzieren, schnell kühlen. Da hat der Carsten eben sehr viel zu erzählt und das ist auch ganz wichtig. Dann im kalten Zustand hier rein verbringen und dann kann ich es aktiv kühlen lassen und per Zeitschaltuhr, per Timer dann für eine gewisse, zu einem gewissen Zeitpunkt mit der Regeneration starten, sodass ich pünktlich um 12 Uhr mein Mittagessen warm habe. Last but not least hier in unserer kleinen Produktrange der RRFF20E. Das ist das zweitgrößte Gerät, was wir im Regenerationsofenbereich zur Verfügung haben. Hier geht es um 20 mal ein Eintel Einschub. Das Ganze gibt es dann auch noch mit einem 40x1-Eintel Hordengestellwagen oder 20x2-Eintel, um es genau zu sagen. Das wäre dann das größte Gerät an allen Geräten. Sie sehen es hier am Gerät, am RRFF20E, besteht die Möglichkeit, den Kerntemperaturfühler anzuschließen. Den kann ich natürlich auch, wenn ich nur über die Zeit arbeiten will, abnehmen und kann dann über eine Zeitschaltuhr arbeiten.
Details zu den Geräten, wie gesagt, kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Ich wollte Ihnen nur schon mal vorab so ein bisschen was zu den Geräten erzählen. Ich würde dann jetzt die Regie bitten, mit der Präsentation zu beginnen, sodass wir ein wenig, jetzt muss ich hier ein bisschen rübergehen, damit man mich auch noch sieht. So sieht man mich wieder, glaube ich, ja. Ja, Speisenregeneration in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Gastronomie, das ist ein breites Spektrum, deswegen habe ich meinen Vortrag auch so genannt, ein breites Spektrum, da geht ganz viel in allen möglichen Bereichen. Aber erstmal müssen wir uns mal fragen, Regeneration, was ist denn das? Also wir haben eben vom Carsten ganz viel über Cook and Chill gehört, also über das Kochen und das Runterkühlen, aber so ein Essen muss natürlich auch wieder regeneriert werden, wieder erwärmt werden, wieder auf verzehrfertige Temperatur gebracht werden. Und deshalb habe ich dann einfach mal bei Wikipedia, früher hat man das vielleicht mal im Brockhaus oder so nachgeschlagen, heute guckt man bei Wikipedia nach, die Definition für Regeneration, habe da aber nur eine Regenerationsdefinition gefunden. Ich darf es mir mal eben ablesen. Unter Regeneration werden Prozesse verstanden, die zur Wiederherstellung eines physiologischen Gleichgewichtszustandes führen. Sie stehen in Bezug auf eine vorausgehende Belastung und haben vorsorgende Funktion. Also hier geht es um körperliche Regeneration. Das war natürlich das Falsche. Also bin ich da nicht weitergekommen, habe dann ein bisschen weiter recherchiert und bin dann irgendwann auf diese Definition gekommen, die für unsere Speisenregeneration wichtig ist. Die Regeneration von Speisen ist ein Verfahren, um weitestgehend zubereitete Speisen wieder auf genussfertige Temperatur zu bringen. Erste Regeneration macht es möglich, dass Speisenproduktion und Verzehrpräsentation entkoppelt sind, zeitlich und auch räumlich entkoppelt sind. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, beim Regenerieren verbindet man immer das Cook and Chill oder das Cook and Freeze Verfahren. Das heißt, wir müssen vorher unsere Produkte produzieren. Das kann wir selber machen, da kann ich meinen Convenience quasi selber herstellen. Ich kann aber auch vorproduzierte Ware kaufen, High-Convenience-Produkte, da hat der Carsten eben auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen und richtigerweise gesagt, da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Produkte am Markt mittlerweile, auf die ich dann zurückgreifen kann. Also bin ich dann zu dem Schluss gekommen, die Definition für Regeneration ist Speisen ohne bemerkenswerte Qualitätsverluste wieder auf verzehrfertige Temperatur zu bringen. Eine effektive und ressourcenschonende Art, hochwertige Speisen zu servieren. So, die Einsatzgebiete für Speisenregeneration. Wo können die überall eingesetzt werden? Wo können Speisen regeneriert werden? Wo kann es sinnvoll sein, Speisen zu regenerieren? Dann habe ich es eben schon mal gesagt, das ist sicherlich nicht das, wo man es als erstes in Verbindung bringt. Das ist die à la carte Küche. Das ist ein ganz normales Restaurant um die Ecke. Auch da ist es möglich, wenn ich meine Convenience selber herstelle, wie eben schon gesagt, ich kann ja meine Produkte vorproduzieren, kann sie runterkühlen, kann sie im kalten Zustand aufbewahren und im Bedarfsfall dann regenerieren. Gerade jetzt beim ganzen Delivery-Geschichte, der Herr Zöger hat es anfangs schon ausgeführt, auch da ist es gerade bei dieser Außerhausgeschichte, die unsere Gastronomen jetzt zurzeit ja viel praktizieren, ist es vielleicht vernünftig vorzuproduzieren, runterzukühlen und im Bedarfsfall zu regenerieren. Im Fine-Dining-Bereich, da wird es tatsächlich schon relativ häufig gemacht. Wir werden am Ende meines Vortrags einen kleinen Film sehen aus einem Golf-Resort in Südafrika. Da wird wirklich im sehr, sehr hochwertigen Bereich regeneriert. Die haben vorher vorproduziert, selber vorproduziert und runtergekühlt und dann eben regeneriert in großen Mengen im Fine-Dining-Bereich, wirklich im feinsten Restaurant. Ja, im Care-Bereich, da kennt man es eigentlich schon, da ist das Regenerieren schon ja, gang und gäbe. Leider noch nicht so sehr, wie ich es mir vorstellen könnte, weil ich finde, es ist wichtig, dass man Essen, wenn es denn produziert ist, vernünftig lagern kann und auf einen vernünftigen Qualitätslevel. Und da geht es eben nur darum, runterkühlen, schnell runterkühlen und im richtigen Moment zu regenerieren. Also im Care-Bereich, in der Altenpflege, im Krankenhausbereich verbreitet es sich immer mehr, das Regenerieren von Speisen. Und welche Möglichkeiten da gegeben sind, wie gesagt, kommen wir gleich zu. In der Schulverpflegung, im Kindergartenbereich,
hat der Carsten eben Kinderketer genannt. Die machen genau das in sehr hohen Qualität, in einer sehr großen Menge und in einer sehr, sehr guten Qualität für Grundschulen, für Kindergärten. Und dann haben wir auch eben schon gehört, immer mehr Leute befinden sich im Homeoffice. Also das heißt, sie gehen eben nicht mehr in die Kantine, weil sie jetzt ja, pandemiebedingt im Homeoffice sind. Davon wird sicherlich auch einiges übrig bleiben. Das heißt also auch nach Ende der Pandemie werden sicherlich der ein oder andere häufiger Homeoffice machen, als das vorher der Fall war. Und last but not least natürlich auch die Gemeinschaftsverpflegung. Der Herr Zöger hat es anfangs ausgeführt. Das Essen verschiebt sich. Es wird nicht mehr diese klassische Frühstück um 9, Mittag um 1 und Abendessen um 18 Uhr sein, sondern der Kunde ist dann, wenn er Hunger hat, wenn er die Zeit hat, dann möchte er essen und dann müssen wir ihn mit frischem, gutem Essen versorgen. Also das sind die groben oder die Haupteinsatzgebiete der Speisenregeneration. Wie kann ich nun Essen regenerieren? Also wie kann ich es wieder auf die, wie eben schon beschrieben, verzehrfertige Temperatur bringen? Da habe ich zum einen die weitest verbreitetste Möglichkeit, den Kombidämpfer. Ja, im Kombidämpfer geht es schnell, geht auch relativ gut. Ich habe im Kombidämpfer immer die Gefahr der Austrocknung oder der Verwässerung. Ja, der Kombidämpfer, ich sage es immer etwas anschaulich, der ist der Zehnkämpfer, der kann backen, der kann frittieren, der kann dämpfen, der kann braten, der kann auch regenerieren. Und der Regenerationsofen ist der Einzelkämpfer, das ist der, der nur Speer werfen kann. Aber das kann er natürlich besser als der Zehnkämpfer. Deswegen der Regenerationsofen. Zweite Möglichkeit des Regenerierens ist das Regenerieren im Regenerationsofen ohne Dampf. Sie erinnern sich, habe ich eben kurz gezeigt, das einfache Gerät ohne Feuchtigkeit, da besteht natürlich die Gefahr der Austrocknung, ganz klar. Ja, wenn wir das Produkt nicht abdeckeln und nicht richtig versiegeln, dann wird die Eigenfeuchtigkeit entzogen und das Produkt trocknet obendrauf an. Deshalb die beste Möglichkeit der Regeneration ist die Regeneration im Regenerationsofen mit Dampf. Es ist, ja, ich habe es eben gesagt, der Kombidämpfer ist der schnellste, es ist also etwas zeitaufwendiger, als das im Kombidämpfer der Fall ist. Dafür ist es wesentlich schonender, produktschonender, weil wir mit weniger, variierender Temperatur an das Produkt herangehen und auch die Feuchtigkeit, den Dampf viel, viel feiner steuern. Da werden wir gleich noch ein bisschen sehen, wie viel Dampf denn da verbraucht wird überhaupt oder wie wenig tatsächlich, aber eben nur aufs Produkt bestimmt. Es ist also die schonendere Art. Es ist präzise steuerbar. Ich kann jederzeit eingreifen. Ich kann jederzeit meine Temperatur ändern, meine Feuchtigkeit ändern oder die Zeit ändern. Ich kann es also auf die Minute genau und aufs Prozent genau und aufs Grad genau einstellen. Und das ist was, was zum Beispiel beim Kombidämpfer auch nicht geht, weil der Kombidämpfer mit einer viel höheren Temperatur daran geht, habe ich nachher die Möglichkeit des Heißhaltens. Ich kann also bis zu 40 Minuten mein Essen auch noch heiß halten. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ich nehme immer so gerne als Beispiel die Hochzeit. Die Gesellschaft erwartet ihr Essen. Das Essen ist auch fertig mit der Regeneration und wir könnten sofort loslegen mit dem Service. Wir aus der Küche, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Service. Jetzt könnten wir loslegen, jetzt könnten wir unser Essen rausschicken. Und dann steht Opa auf und muss noch eine Rede auf die Braut halten. Also fahren alle wieder zurück. Und jetzt haben wir mit dem Regenerationsofen die Möglichkeit, einfach das Essen heiß zu halten, bis das Opa fertig ist mit seiner Rede. Weil irgendwann ist der auch ausgequatscht. Ja, also wir beschäftigen uns mit der Regeneration mit Dampf. Spitzenergebnisse in der Qualität, auch da natürlich. Wenn ich eine Spitzenqualität vorproduziere, die auf dem richtigen Wege vorproduziere, weil es nützt mir nichts, wenn ich ein tolles Essen mache und das einfach so an der Luft kalt werden lasse oder irgendwie. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was der Carsten vorhin hatte, nämlich die Schnellkühlung. Das ist ganz wichtig. Ich muss also mein Produkt auf den Punkt genau garen. Ich muss es sehr, sehr präzise vorbereiten, wie ich das auch machen würde, wenn ich es direkt servieren würde. Ganz klar. Wenn das geschehen ist, kann ich
Spitzenergebnisse auch in der Regeneration erwarten und auch liefern. Ich habe die bestmögliche Kontrolle und Überwachung des gesamten Regenerationsprozesses. Ich habe es gerade schon gesagt, gradgenau die Temperatur, prozentgenau die Feuchtigkeit und minutengenau die Zeiteinstellungen für meine Regeneration oder aber auch mittels Kerntemperaturfühler gradgenau das Produkt überwachen. Heiß halten nach dem Regenerieren von bis zu 40 Minuten ist möglich. Auch das habe ich gerade schon ausgeführt, wie Sie erinnern sich vielleicht Opa mit seiner Rede. Ja? Aber es ist auch das ohne großen Qualitätsverlust möglich, dieses Heißhalten von bis zu 40 Minuten. Es ist für eine große Vielfalt von Speisen geeignet, das Regenerieren. Ich sage immer für alles, wobei das nicht ganz stimmt. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Also ein frittiertes Produkt im großen Stil, also ein Backfisch beispielsweise, kann ich wunderbar regenerieren, aber ein frittiertes Produkt im kleinen Stil, also eine Pommes frites, da wird es schwierig. Das ist qualitativ, würde meinen Ansprüchen nicht entsprechen, sodass ich sage, also wenn ihr kleine frittierte Produkte habt, Pommes frites, dann macht die bitte frisch à la minute dazu. Alles andere, was dann serviert werden soll, kann natürlich regeneriert sein. Ich habe keine Abzugshaube nötig, ich habe keinen Wasseranschluss und keinen Abwasseranschluss nötig. Sie haben es hier gesehen, die Geräte, die hier stehen, stehen alle autark, die sind auch alle sofort betriebsbereit. Ich habe den Wasseranschluss, ich kann ihn natürlich ans Festwasser anschließen, den Regenerationsofen, ich kann ihn auch ans Festabwasser anschließen, ich kann auch eine Haube drüber machen, aber nötig ist es alles nicht, weil ich habe die Möglichkeit, optional die Möglichkeit, mit einem separaten hinten am Gerät dranhängenden Tank beziehungsweise mit einer Schublade, da fülle ich mein kalkfreies Wasser ein oder kalkarmes Wasser ein und dann zieht der Regenerationsofen sich die Feuchtigkeit aus diesem oder die Flüssigkeit aus diesem Behälter. Das Abwasser, der Abdampf, der entsteht, ist so gering. Auch da reicht ein kleiner Behälter, der hinten am Gerät angebracht ist, um das aufzufangen. Als Beispiel, wir haben jetzt die RRFF40E, also den ganz großen, den Sie eben gesehen haben, noch eine Nummer größer sogar, installiert und der hat einen 2,5-Liter-Tank und die benutzen das Gerät 5-mal hintereinander, also 5 Chargen hintereinander werden da regeneriert und mit diesen 2,5 Litern kommt er mit 5 Chargen aus und der Abwassertank hinten ist also auch, das reicht, wenn ich den am Ende des Produktionstages einmal ausleere, beziehungsweise der wird sogar nur alle 2-3 Tage geleert. Also das ist wegen der feinen Steuerung, wegen der feinen Dosierung des Wasserdampfes möglich. Ach so, keine Haube noch ganz kurz, genau. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, integriert ins Gerät, auch das ist optional, einbauen zu lassen, dass ich es, dass der Wasserdampf, der noch im Gerät ist, abgesaugt wird, bevor ich die Türe öffne und damit auch keine austretenden Phrasen, keine austretenden Wasserdampf habe. Und jetzt, ich hatte schon weitergeklickt, jetzt sehen Sie es auch auf dem Board, geringer Energieverbrauch. Auch dazu habe ich gleich noch einen Chart vorbereitet. Da sehen wir, wie wir da unsere Umwelt schonen, wie wir da Ressourcen schonen und letztendlich ja, unser Portemonnaie schonen können. So, was kann man regenerieren? Ich habe es gerade schon mal gesagt, eigentlich alles. Ich habe hier so ein paar Beispielbilder einfach mal aus dem klassischen à la carte, aus dem Fine Dining. Ich habe es eben schon mal erzählt. Natürlich auch Behälter, Regeneration, ganze Tiere, ganze Fleischteile, ganze Fische können regeneriert werden. Natürlich auch eine ganz normale Pastete. Da ist mal so ein Bild mit der Überwachung des Regenerationsprozesses des Fleisches, damit es eben auf den Punkt genau richtig regeneriert wird, auf den Punkt genau schön rosa ist in dem Fall. Arbeite ich da mit dem Kerntemperaturfühler. Und last but not least, auch das habe ich schon ausgeführt, im Care-Bereich, also für die Seniorenverpflegung, für die Krankenhausverpflegung. Auch da ist alles in einer super Qualität auf dem Teller direkt zu regenerieren oder aber im Behälter und dann in die Ausgabe zu geben. Jetzt habe ich hier einen Chart vorbereitet. Spiegelei oder Steak, kein Problem. Eingangs habe ich gesagt, dass das in der Gemeinschaftsverpflegung schon sehr verbreitet ist, dass Produkte regeneriert werden, dass Essen regeneriert wird, dass Speisen wieder auf verzehrfertige Temperatur gebracht werden. In der Gastronomie noch nicht so sehr, aber dazu möchte ich hier 2 Beispiele zeigen. Das ist zum einen
so ein typisch englisches Frühstück. Man kann es auf dem Bild leider nicht so gut erkennen. Ich denke, ich vergesse jedes Mal, wenn ich es dann vorführe, nochmal ein neues Foto zu machen. Das Spiegelei, was Sie da sehen, hat immer noch einen flüssigen Kern, obwohl es regeneriert wurde. Es wurde also ganz klassisch zubereitet, es wurde gebraten. Dann wurde die Grilltomate wurde gegrillt, das Speck wurde gebraten, die Sausages, die Würstchen wurden gebraten und die Blutwurst und Leberwurst, also die Pasteten, die Pies auch, alles zubereitet, alles runtergekühlt, in Ruhe, zeitentkoppelt von dem Stress, den ich vielleicht habe, wenn ich, und dieser Teller ist von diesem Sun City, von diesem Golfresort, von dem ich eben sprach, da machen die das morgens Frühstück für 1200 Leute. Da fangen sie nicht an, 1200 Spiegeleier zu braten. Aber dieses Spiegelei bleibt immer noch schön flüssig, wenn es denn regeneriert ist. Ich kann also in Ruhe vorbereiten, runterkühlen, anrichten und im Bedarfsfall dann regenerieren. Und alle können gleichzeitig ein warmes, typisch englisches Frühstück zu sich nehmen. Das zweite ist das Ding mit dem Steak. Da oben steht drüber Spiegelei oder Steak, kein Problem. Hier habe ich ein Steak auf einem Teller angerichtet mit Gemüse, mit Selleriepüree unten drunter Maronenpüree, glaube ich, und ein Kartoffelgratin noch daneben. Dieses Steak hat dann 40 Minuten, ich habe es eben schon mal erwähnt, wir können bis zu 40 Minuten warm halten, ohne großartige Qualitätsverluste. Also dieses Steak ist 40 Minuten warm gehalten worden. Und Sie sehen hier vielleicht auf dem Bild auch ganz gut, wie wunderbar rosa es immer noch ist. Es läuft kein Fleischsaft aus. Auch das sehen Sie auf dem Teller, ist kein Fleischsaft ausgelaufen. Da ist eine Soße, also das, was Sie da sehen, ist Soße, kein Fleischsaft. Ja? Das ist alles möglich mit qualitativ hochwertiger Regeneration, mit qualitativ hochwertig produziertem Essen im Vorfeld. Regeneration mit Dampf. Da hatten wir eben schon mal dieses Chart, jetzt habe ich gesagt, über den Energieverbrauch möchte ich noch ein wenig erzählen. Geringer Energieverbrauch. Also, was haben wir da? Wir haben einmal den Vergleichstest gemacht zwischen dem Kombidämpfer und dem Regenerationsofen. Und zwar mit GN-Behältern 40 mm von der Kühlhaustemperatur plus 3 Grad auf verzehrfertige Temperatur gebracht, also regeneriert. Und da sieht man sehr, sehr schön, wie viel weniger Wasser, ich habe das eben schon gesagt, das bisschen Wasser, was wir brauchen, ist genau die Menge Wasser, die unser Essen aufnehmen kann und unser Essen aufnehmen soll, damit es nicht austrocknet, aber eben auch nicht wegschwimmt. Das heißt, wir haben nur 1,45 Liter Wasser verbraucht, wohingegen im Kombidämpfer 8,5 Liter Wasser verbraucht wurden. Genauso mit der Energie, ich habe es eben gesagt, wir gehen etwas vorsichtigerer, etwas langsamer mit der Wärme an das Produkt heran. Deswegen sparen wir auch Energie. Also der Kombidämpfer geht erstmal richtig hoch mit der Temperatur ran. Wir gehen da etwas vorsichtiger, etwas zurückhaltender, nenne ich es mal, mit der Temperatur an das Produkt heran. Und somit haben wir auch da nochmal 6 Kilowattstunden Strom gespart. Das Ganze haben wir dann auch noch mit einer Tellerregeneration gemacht. Und zwar mit einer Vollbeschickung. Im Kombidämpfer sind es 100 Teller gewesen, im Regenerationsofen 126 Teller. Und da sehen Sie, da ist das Ergebnis sogar noch krasser. Da haben wir 6 Liter Wasser weniger verbraucht und 1,6 Kilowattstunden Strom weniger verbraucht. Also auch da durch die feine Steuerung, durch das feine Ausjustieren, Feuchtigkeit und Wärme, Ressourcen gespart, Energie gespart, Geld gespart. Ein wenig möchte ich erzählen zu den ganzen Varianten, zu den optionalen Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe eben schon mal diese Produktrange kurz gezeigt. Das war ja eingangs so ein bisschen mein Starter. Grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, von 4x2/3 bis 40x1/1, respektive 20x2/1, ist alles möglich im Längseinschub und im Quereinschub mit den verschiedensten Möglichkeiten. Standmodelle zum Einfahren, das haben Sie eben gesehen, das habe ich Ihnen gezeigt, geeignet für alle Kombidämpferwagen. Das heißt also auch da, ich will den Kombidämpfer nicht verteufeln, im Gegenteil, den brauche ich ja für die Produktion. Damit fahre ich raus, wenn es produziert ist, mein Essen, fahre damit in den Schnellkühler, lasse es da abkühlen und kann es dann im Bedarfsfall so wieder rausholen und im Regenerationsofen
regenerieren. Also ich kann alle gängigen, nicht alle gängigen, sondern eigentlich alle Kombidämpferwagen in unseren Regenerationsöfen nutzen. Verglaste oder nicht verglaste Türe, jetzt haben Sie hier eben gesehen, ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben, in der Regel empfehle ich immer, arbeiten wir in der Regel mit verglasten Türen. Das hat eigentlich nur einen Effekt, nämlich den, dass man immer mal wieder reingucken kann. Und das will man als Koch. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich bin selber Koch und ich will mein Essen nicht unbeaufsichtigt lassen. So würde ich es mal fast sagen. Also ich will immer mal wieder reingucken, was passiert jetzt gerade mit meinem Essen. Ich muss eigentlich nicht eingreifen, weil der Prozess ist gestartet, der Prozess läuft ab und ist auch einwandfrei nachvollziehbar. Aber ich will es immer mal wieder sehen. Deswegen empfehle ich immer verglaste Türen. Aber es geht auch ohne Verglasung. Die Möglichkeit besteht auch. Integrierter Wasserbehälter oder Festwasseranschluss habe ich eben erklärt. Wir können also hinten dran oder vorne mit einer Schublade arbeiten oder hinten dran mit einem Kanister arbeiten, den wir mit kalkarmem Wasser befüllen. Genauso gut bitte auch, wenn Sie es ans Festwasser anschließen, einfach eine Entkalkungspatrone zwischenschalten, je nachdem, wie hart das Wasser beim Kunden ist, muss darauf natürlich geachtet werden. Drei verschiedene Steuerungen, dazu komme ich gleich auch nochmal, da habe ich noch ein paar Charts vorbereitet, da würde ich dann gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das dann funktioniert oder wo da der Unterschied ist. Wir haben fahrbare Tischmodelle, die RRTs beispielsweise, da zu den RRTs werde ich auch gleich noch ein bisschen was sagen, da habe ich jetzt gerade eine Testaktion vorbereitet für die Endkunden, für Ihre Kunden, für die Sie planen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Also die sind fahrbar, die sind auch für das Catering, für das Vor-Ort-Catering des gastronomischen Betriebes, der so denn irgendwann wieder Gastronomie möglich ist, damit zum Kunden fahren kann und dann vor Ort einfach das Ding in die Steckdose steckt und sagt regenerieren und kann dann da das Essen frisch regenerieren. Er muss es also nicht heiß transportieren, sondern kann das auf eine sehr komfortable Art vor Ort machen. Tonbildung möglich, auch das haben Sie eben gesehen, das waren die Wärmeschubladen, obendrauf war der GRE, also die beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die beiden zwei Geräte, zwei Regenerationsöfen miteinander zu kombinieren, zu verbinden. Da habe ich dann die Möglichkeit, verschiedene Garraumklimen zu erzeugen, wenn ich das möchte und kann dann die beiden regenerierten Essen miteinander kombinieren, auf den Teller bringen oder ins Réchaud oder ins Chefing-Dish oder wie auch immer. Mit integrierter aktiver Kühlung, ich habe eben darauf hingewiesen, auch davon haben wir ein Gerät hier in den Räumen, in Erkrath hier in der Nordkap School stehen. Das heißt, aktive Kühlung ist möglich. Ich kann also mein Essen, und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel aus der Stadt München, die haben eine Senioreneinrichtungskette, haben ihre Küche neu gebaut auf der grünen Wiese, produzieren da jetzt das Essen für, ich glaube, es sind 12 oder 13 Outlets, also 12 oder 13 verschiedene Senioreneinrichtungen in der Stadt München. Das Essen wird produziert, runtergekühlt und portioniert und dann eben in diese Wagen verbracht und damit die aktive Kühlung gestartet. Und jetzt kommt eigentlich der Clou an der ganzen Sache. Nachts um 3 Uhr, ich erkläre gleich warum, kommt der Fahrer, sammelt diese Wagen an der Küche ein und fährt damit in die einzelnen Outlets, in die einzelnen Senioreneinrichtungen, steckt sie da in die Steckdose, drückt dann wieder die Starttaste. Das heißt, dann geht, wenn er um 14:45 beim ersten ist vielleicht, dann geht die Kühlung aktiv weiter und der Regenerationsofen ist so vorprogrammiert, dass er um beispielsweise 11 Uhr mit der Regeneration beginnt oder sagen wir 10:45, 11:30 mit der Regeneration beginnt, um dann um 12 Uhr das heiße Essen fertig zu haben, sodass das dann von der Pflegekraft in der Senioreneinrichtung nur noch entnommen werden muss und serviert werden muss. Warum macht er das denn nachts um 3 Uhr? Die Frage habe ich mir auch damals gestellt. Es hängt einfach damit zusammen, dass nachts um 3 Uhr der Verkehr innerhalb der Stadt München viel, viel besser zu handeln ist. Das heißt, wenn er mit warmem Essen rundfahren müsste, würde er das nicht in der kurzen Zeit schaffen. Das heißt, die Qualität leidet immer dann, wenn ich Essen warm transportiere, leidet die Qualität logischerweise. Nachts um 3 kommt der wunderbare Schichtstart. Die sparen richtig Fahrzeit, Arbeitszeit somit. Und damit ist allen geholfen letztendlich. Ja, kurzer Exkurs dazu, Entschuldigung.
Herausnehmbare Kerntemperatur, vielleicht habe ich es eben schon mal gezeigt, ich zeige es nochmal. Hier haben wir den Kerntemperaturfühler, der ist abnehmbar. Den brauche ich halt auch nur zu bestimmten Zeiten, wenn ich nämlich mit Fleischstücken arbeiten möchte, wenn ich mit größeren Stücken arbeiten möchte, mit größeren Behältern arbeiten möchte. Das kann ich dann mit dem Kerntemperaturfühler überwachen. In der Regel habe ich aber die Zeiten für meine Regenerationen vorher einmal ausgetestet und wird das also mit der Zeit hinterlegen. Deswegen nehme ich dann einfach den Kerntemperaturfühler ab und kann ihn beiseite legen. Er stört mich nicht und hindert mich nicht. Und es passiert auch nichts damit. Genauso kann ich an dieser Schnittstelle, wo ich den Kerntemperaturfühler anstecke, kann ich auch den Sous-Vide-Kerntemperaturfühler anstecken. Das ist dann die ganz dünne, feine Nadel, die kennen Sie auch. Natürlich kann ich mit einem Regenerationsofen, da ich ja Temperaturen bis 160 Grad erreichen kann, brauche ich natürlich nicht, da ich Feuchtigkeit habe, kann ich damit natürlich auch Sous-Vide garen. Also ich kann damit auch wunderbar im Vakuum meine Produkte im Vakuum garen. Und wenn ich die dann mit dem Kerntemperaturfühler überwachen will, brauche ich halt eine Sous-Vide-Nadel. Das sind die dünnen Nadeln. Da gibt es so ein, ich sage immer Moosgummi, ich weiß gar nicht, wie das Zeug wirklich heißt. Das klebt man auf das Vakuum drauf und dann kann man mit dieser Sous-Vide-Nadel da durchstecken und das Vakuum bleibt erhalten. Ich kann auch räuchern damit. Es gibt Aufsätze für die Geräte, einen Räucheraufsatz. Damit kann ich also auch Rauch, heiß räuchern, wohlgemerkt nicht kalt räuchern, klar, Rauch in den Garraum einbringen und kann damit Produkte räuchern. Hier bitte Vorsicht, auch das bitte sagen Sie das Ihren Kunden. Wenn er geräuchert hat, muss anschließend eine sehr, sehr gründliche Reinigung vorgenommen werden, weil dieser Rauchgeruch, dieses Raucharoma, wenn es einmal im Gerät ist, ist schwierig wieder rauszunehmen. Das heißt, wenn ich anschließend da drin Produkte mache, wo ich kein Raucharoma haben möchte, dann wird es schwierig, dann habe ich immer noch dieses Raucharoma drin. Also da mit Vorsicht zu genießen, bitte. Ich kann eine Doppelglastüre, also wir haben hier Einfachverglasung, aber wir können auch eine Doppelglastüre haben, ist ganz interessant für Kindergärten beispielsweise, damit die Kinder dann da vorne, also die Scheibe wird zwar warm, die wird nicht heiß, aber sie wird schon warm und für Kinderhände vielleicht dann doch zu empfindlich, deswegen da lieber eine Doppelglastüre. Optional kann ich auch eine Beleuchtung haben, das heißt also einfach Licht im Garraum einschalten, ausschalten. Elektronische Feuchtigkeitsregelung, das ist wiederum was ich sehr empfehle, weil damit regelt er die Feuchtigkeit automatisch. Ganz egal, wie viel Produkt ich reinbringe, ganz egal, wie feucht oder wie trocken dieses Produkt ist, wie kalt oder wie warm das Produkt ist, also sprich tiefkühlkalt oder kühlschrankkalt. Er misst die Feuchtigkeit, die entsteht durch das Produkt und gibt entsprechend viel oder wenig Feuchtigkeit dazu, um eben das optimale Garraumklima zu erreichen. Ich kann die Geräte mit USB-Anschluss versehen lassen, um zum Beispiel die HACCP-Daten auslesen zu können. Und last but not least, sie sind auch einbaufähig, ich habe es eben schon gesagt, eine Abzugshaube ist nicht zwingend erforderlich. Dazu habe ich auch gleich noch ein paar Bilder vorbereitet. Jetzt zu den Modellbeispielen. Ich habe eben schon mal gesagt, wir haben eigentlich alles da, Längseinschub, Quereinschub von 4x2 Drittel bis 20x2 Eintel. Hier, das sind die RRO-Modelle, das sind die ohne Feuchtigkeit. Sie sehen hier jetzt auch das Beispiel mit einer nicht verglasten Tür. Das haben Sie eben auch bei dem Gerät, was ich hier stehen habe, auch gesehen. Der RRFF, das ist der große, den Sie gesehen haben. Auch den, der ist in der Regel ohne Glastüre. Ich habe ja eben gesagt, ich bin ein Freund von Glastüre. Aber das sprechen Sie mit Ihrem Kunden, das entscheidet Ihr Kunde letztendlich, wie er das lieber haben wird. Dann die ganzen fahrbaren Modelle. Auch da habe ich drüber gesprochen. Da ist jetzt zum Beispiel links außen der RRT061D-E. Wir haben den D ausgewählt. Das ist das Produkt, wovon ich eben schon mal gesagt habe. Da werden wir jetzt starten wir in der nächsten Woche, glaube ich, ja, starten wir eine Aktion für Ihre Kunden, für den Endkunden, kostenlose 14 Tage zur Verfügung stellen des Gerätes, um das Regenerieren einfach mal ausprobieren zu können. Weil es in den Köpfen vieler Köche immer noch nicht drin ist, dass es wirklich qualitativ hochwertig möglich ist, Essen zu regenerieren. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen es euch hin, probiert es einfach aus, produziert ihr euer Essen und dann regeneriert ihr es und guckt euch bitte das Ergebnis an. Also diese Möglichkeit haben wir ab der nächsten Woche auch.
das Gerät einfach mal zum Kunden rüberzuschieben. Er steckt es in die Steckdose und kann loslegen. Die GRE, das sind die Kompaktmodelle, das sind auch die, die beispielsweise einbaufähig sind. Auch die Quereinschub, Längseinschub und mit allen drei verschiedenen Steuerungen C, D und E zu haben. Und hier haben wir jetzt die RRDs bzw. die RRFCs, die Geräte mit aktiver Kühlung. Auch dazu habe ich eben schon erzählt. Sie erinnern sich, das war das Ding in München und das haben wir auch hier stehen. Jetzt zu den Steuerungen. Da gibt es drei verschiedene qualitative Unterschiede, also qualitative Unterschiede im Gerät gibt es nicht. Das Gerät ist immer Feuchtigkeit und Heißluft und Zeit. Aber in der Steuerung unterscheidet es sich schon. Da haben wir hier die C-Steuerung, das ist die einfachste Steuerung. Die ist sogar von einem RRS-Modell die Steuerung. Also das, was wir auch hier stehen haben. Hier kann ich einfach nur die Temperatur einstellen, manuell, Sie sehen es am Drehknopf, und die Zeit einstellen und dann schalte ich ein und dann läuft es eben über diesen bestimmten Zeitraum bei dieser bestimmten Temperatur ab und wenn es zu Ende ist, gibt es ein Signal und fertig. Als nächstes gibt es die D-Steuerung. Für mich, von mir die präferierteste Steuerung, weil hier kann ich eigentlich alles, was für mich als Produzent des Essens, für mich als Koch wichtig ist, kann ich einstellen. Hier kann ich die Temperatur, die Kerntemperatur einstellen. Ich kann also mit Kerntemperatur viel arbeiten, wie eben schon gesagt. Ich kann die Zeit einstellen, ich kann die Feuchtigkeit regeln, prozentual genau. Ich kann die Lüfterradgeschwindigkeit beeinflussen, wenn ich das möchte. Also das ist eine Option. Und ich habe 99 Programme, die ich hinterlegen kann. Drei davon, Sie sehen das im Display, P1 bis 3 sind per Kurzdruck abrufbar. Und das vierte Signal, die Wellen da unten, die Sie da sehen, das vierte Bild bedeutet das Warmhalten. Also wenn ich dann nach dem Regenerationsprozess einfach diese Wellen da drücke, dann geht es ins Warmhalten. Unten sehen Sie dann die Temperatureinstellung, die Umschaltung von Zeit auf Kerntemperaturfühler, die Feuchtigkeitsregelung, die Lüfterradgeschwindigkeit, die Beleuchtung und die Start- und Stopptaste. Einstellen kann ich das Ganze mit dem Drehrad, also unter D aufgeführt, und bestätigen tue ich das Ganze, was ich eingestellt habe, einfach mit Drücken auf dieses Drehrad. Also von mir präferiert eigentlich diese D-Bedientafel. Und dann gibt es noch die E-Steuerung. Hier ist das Ganze von D noch mal komfortabler. Wir haben ein vielfarbiges Display als reines Touchscreen. Aber auch hier ist es wie bei der D-Steuerung, Programme sind hinterlegbar. Hier kann ich die Programme auch benennen. Hier sind sie nicht nur durchnummeriert, sondern hier kann ich sie auch mit Namen benennen. Also da gibt's noch ein bisschen, ist noch ein bisschen luxuriöser. Wer es wünscht, kann es haben. Dafür ist es da. Jetzt habe ich so ein paar Bilder aus der Praxis mitgebracht. Hier sehen Sie die großen Einfahrschränke mit Kühlung. Erkennt man ganz gut daran, dass obendrauf auf dem Dach da das Kühlaggregat steht. Also hier ist auch aktive Kühlung wieder dabei. Hier nochmal im geöffneten Zustand. Und nach einem bestimmten Zeitablauf die Regeneration startet. Das hier ist Sun City. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal angekündigt, den Film. Ich finde ihn sehr, sehr interessant. Er ist in Englisch, aber man braucht da eigentlich keinen Dolmetscher. Also wenn man des Englischen nicht mächtig ist, die Bilder sprechen, glaube ich, für sich, werden Sie gleich sehen. Das hier ist tatsächlich ein Beispiel aus unserer Praxis. Da bin ich in der, ganz frisches Beispiel in der vorigen Woche gewesen, Karls Erdbeerhof. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Begriff ist, oben an der Ostseeküste gibt es da, ich weiß, 6 oder 7 Niederlassungen von riesengroßes, ich kannte den vorher nicht, weil ich nicht aus der Ecke komme, aber riesengroße Anlage und da wird in diesen 6 RRFF 40, also in den größten Schränken, die wir haben, in diesen 6 Stück, wird das Mittagessen für die Mitarbeiter auf dem Erdbeerhof regeneriert. Der kriegt also tiefgefrorenes Heik und Vinjens Essen, wirklich sehr, sehr gute Qualität, sehr, sehr hohe Qualität und das muss nur ein Mitarbeiter dann da regenerieren nachts, mittags, zum Mittagessen. Sehr, sehr tolles Objekt, kann ich sehr empfehlen. Da hat es auch wunderbar geklappt. Da hat der Planer, also Ihr Kollege, ist auf mich zugekommen, hat gesagt, wie können wir das da machen, wie machen wir das am besten, welche Möglichkeiten haben wir da. Wir haben das gemeinsam überlegt, was braucht der Kunde, was ist für den Kunden wichtig und haben es dann von der Planung in die Umsetzung in Verbindung mit dem Fachhändler, der es dann technisch auch vernünftig umgesetzt hat, ausgeführt
und haben jetzt hier so ein tolles Ergebnis da. Da sehen Sie nochmal genau, das ist auch nochmal von Karls Erdbeerhof im geöffneten Zustand. Also so groß sind die Dinger dann da tatsächlich, die kann man auch aus Umkleidekabinen nehmen, wenn es sein muss. Ja. Hier Beispiele aus dem Care-Bereich, da geht es in den Wohnbereiche des Altenheims, das ist ein Altenheim. Sie sehen, da sind viele verschiedene Wagen und die sind halt alle bestückt mit dem Essen, was in dem jeweiligen Wohnbereich für die einzelnen Leute vorgesehen ist. Das Ganze hat dann auch nochmal so ein Klappbrett oder so ein Abstellbrett an der Seite, was man wegklappen kann. Da kann dann derjenige, der Service macht, nochmal was drauf abstellen. Alle Möglichkeiten gegeben, wie gesagt. Und das ist das letzte Beispiel aus der Praxis, was ich habe. Ich habe es eben schon angedeutet. Das hier ist auch eine Senioreneinrichtung. Die arbeiten aber auf den Wohnbereichen und regenerieren auf den Wohnbereichen und haben einfach in diese Wohnbereichsküche, die, ja, ich sag mal, so aussieht wie eine Haushaltsküche, das ist quasi eine Haushaltsküche, haben die den GRE integriert mit der Absaugung. Hier ist also keine Haube nötig. Hier kann das Gerät, so wie es ist, direkt loslegen und sieht halt schick aus, auch passt auch gut in das Ambiente hinein. Jetzt wären wir soweit. Nee, stimmt nicht. Ich wollte noch ein bisschen was zu den Referenzen erzählen, die wir haben. Verschiedenste Fußballstadien, ich zähle sie nicht alle auf, sie sind hier aufgeführt. Wenn Sie das interessiert, gucken Sie einfach rein. Jetzt geht hier mein Presenter nicht weiter. Doch, geht wohl weiter, Entschuldigung. Verschiedene Hotels, Hotelketten. In der Schulverpflegung geht es durchweg durch verschiedenste Bereiche und halt im GV-Bereich auch. Und im Care-Bereich, der ist da mit drin integriert. So, jetzt das schon häufig angekündigte und tolle Video von Sun City in dem Golfresort in South Africa. Das ist auch dann meine letzte Folie, deswegen haben Sie hier gerade schon vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit gesehen. Also wir werden den Film jetzt starten. Ich danke an der Stelle schon mal für Ihre Aufmerksamkeit, verweise auch auf den Chat, den ich gleich dann im Anschluss an den Film besuchen werde. Also kommen Sie in Zoom-Meeting, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mit mir darüber. Wir können uns dann gerne austauschen. Jetzt darf ich die Regie bitten, den Film zu starten. Paul O'Neill from Moduline. We're here at South Africa's largest playground in Sun City, where the Nedbank Golf Challenge will feed 64,000 meals, the highlight of which will be the Gala Banquet. This will be 1,500 meals served inside 15 minutes. A feat in itself, that's a challenge. Let's see how Chef Roland does that. Moduline has definitely improved the way we run kitchens at Sun International. We basically have implemented them in most of our properties. We've turned around our banqueting delivery times to our customers, which is very important to us. And most importantly, coming back to the fact that we're able to deliver consistently, meaning that each plate looks the same, the quality of the product is good, and we're proud to stand by that plate. We're using all our module lines for the regen of all the food. We feed approximately 15,000 people a day. So we have about 5 different satellite kitchens, all equipped with Modulines, and it's helping us in our regen process. We have realized massive savings and increased our profitability via our labor lines. We're now able to employ quality over quantity and deliver much more efficiently. With the Modulines, I think across the board, we see a saving of about 20%. On all our resources. We can plan in shorter times now. It's helped with our rationalization of staffing. I mean, we've reduced the number of staff that we need to use purely because of the equipment we have and the technology we have, and we're using technology to our advantage. With Moduline, we have a few key steps that we've got to take care of.
So we cook our beef to sort of medium. The market here in South Africa is a more medium market. And the next step from then is blast cooling, whereby we bring the food down to 4 degrees as fast as we can, generally within an hour. And when it's ready to move to its facility, we get the food there generally an hour before. We kind of let it get down to sort of room temperature, so we're not putting in it straight from the fridge. And then we allow the moduline to do the rest of it for us. We probe our meat, we set it to the temperature and cooking degree we want, and step away. This brings many advantages. Less staff needed to serve. And also, as we've seen here this weekend, on the 9th hole and on the 18th hole, ovens were placed to serve hot food without a canopy needed, less water and less power. Arriving at this point means the chef can be confident. It means he doesn't have to be at every place. He doesn't have to be at every banquet. He can have a weekend off. I think the deciding factor for us was its flexibility and its ability to deliver efficiencies to our current brigades. And the most important thing for me was the quality of the product that I received at the end of the cycle before we delivered to our guests. Perfection. This is what banqueting should be about. Fantastic food, plated and presented beautifully, and above all, hot. All these occasions should give the wow factor. This is Paul from Sun City. Enjoy your cooking.